Hallo und herzlich willkommen hier bei UbiTestet. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Heute geht es um den Volvo XC40 Recharge P8 AWD, das erste vollelektrische Volvo-Modell. Und Volvo ist ja eine Marke, die für Sicherheit, Vertrauen und Zuverlässigkeit steht wie kaum eine andere Marke. Und aus dem Grund ist es meist so, für Familien, Menschen wie mich und Familienväter wird ein Volvo dann gekauft, wenn er wirklich zum echten Familienmitglied reift. Und wir wollen heute einfach mal herausfinden, wie sich der vollelektrische Volvo jetzt sozusagen ins Familienleben eingliedern lässt. Also wenn ihr Lust habt, dann schauen wir uns den Wagen außen an. Wir schauen uns den Wagen natürlich innen an, die Platzverhältnisse. Was steckt denn an Technik drunter? Wie weit kommen wir mit dem Fahrzeug? Und am Ende wollen wir herausfinden, was er kostet und ob er zum echten, das Zeug dazu hat, zum echten Familienmitglied zu werden. Also bleibt dran, vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, das Ganze zu liken und zu teilen, aber vor allem auch zu kommentieren unten in der Kommentarbox. Und jetzt viel Spaß mit dem Volvo XC40 Recharge P8 AWD. Starten wir zunächst mit dem Exterieur des Volvo XC40 Recharge. Die vollelektrische Variante ist sofort zu erkennen an der Blende, die den Kühlergrill komplett schließt. Wir brauchen natürlich jetzt weniger Kühlluft, deswegen kann der geschlossen werden. Aber das hat noch einen weiteren Effekt, denn die ganzen Assistenzsysteme, die da oben an der Windschutzscheibe drin waren, die sind jetzt hinter dieser Blende auf einer neuen Sensorplattform untergebracht und die bringt jetzt auch viele weitere Vorteile mit, zum Beispiel, dass alles Over-the-Air-Update fähig ist. Natürlich bleiben wir weiterhin beim XC40 mit Voll-LED-Scheinwerfern und Thors Hammer gesegnet. Die sind in der einfachsten Variante allerdings noch aufpreispflichtig. Würde ich aber jedem empfehlen. Volvo ist da in der Lichttechnik ja auch einer der Vorreiter. 19 Zoll Räder sind für alle vollelektrischen Volvo XC40 serienmäßig. Optional gibt es 20 Zöller, genauso wie hier eine Zwei-Farben-Lackierung, die meiner Meinung nach jetzt hier mit dem Blau sehr, sehr schön harmoniert. Auch die Räder finde ich ganz gut. Das sind diese Standardräder, die wir hier haben. Der Ladeanschluss hier links, 4,43 Meter, bleibt er weiterhin lang. 2,03 Meter ist die Gesamtbreite inklusive Außenspiegel und 1,65 Meter ist das kleine Kompakt-SUV groß. Und er steht auch weiterhin auf der kompakt-modularen Architektur wie die Verbrennerbrüder und deswegen eigentlich so ein bisschen ein kleiner Zwitter. Die sehr schönen Rückleuchten, die so auch Volvo-typisch sind hier mit diesem Schulterlinie, finde ich sehr schön und zeigt auch wieder so dieses, naja, an den kannst du dich halt anlehnen, der hat so eine schöne breite Schulter, so finde ich zumindest, kommt das ein wenig rüber. Jetzt schauen wir aber gleich hier in den Kofferraum, was uns da erwartet. Die elektrische Heckklappe gibt den Weg frei für einen ja, durchschnittlichen guten SUV-Kofferraum mit 413 Liter im Standardbereich. So wie wir sehen, da passt schon gut was rein. Was sehr gut ist, es gibt keine Reduktion des Laderaumvolumens aufgrund der vollelektrischen Variante gegenüber dem Plug-in-Hybrid oder den Verbrennern. Die Ladekante ist so knapp kniehoch. Sehr gut ist, dass wir hier so eine Aussparung haben, wo das Kennzeichen ist. Wenn man dann schwere Gegenstände hier rüber einlädt, dann ramponiert man sich nicht den guten Stoßfänger. Und das ist sehr schön. Dann auch komplett topfeben geht es hier in den Laderaum hinein. Das heißt, wir haben hier auch nicht irgendwo das Problem, dass unser Ladergut nach unten geht. Sehr schön auch dieser doppelte Laderaum. Boden ist jetzt zwar etwas reduziert, der ist aber
aufstellbar und dann haben wir hier auch schöne Taschenhaken, die dann wirklich zum Einkaufen sehr praktisch sind. Und man kann auch so ein bisschen den Laderaum damit unterteilen. Das finde ich sehr sinnvoll und praktisch gelöst. Genauso, dass die Rücksitzlehnen sind im Verhältnis 1/3 zu 2/3 umlegbar und wir haben eine zentrale Durchreiche für Skier oder längere Gegenstände. Das ist auch wirklich gut gelöst. Die Hutablage ist sehr solide, die können wir einfach dann rausnehmen und umlegen. Jetzt machen wir einfach mal die Rücksitzlehne, tun wir einfach mal umlegen und dann sehen wir nämlich auch, dass die Laderaumfläche dann komplett eben ist oder maximal leicht nach hinten ansteigt und so kann man richtig gut hier einladen. Baumarkt oder ähnliches, Einkäufe sind hiermit auf alle Fälle gesichert. Zudem, und das ist jetzt das Schöne daran, an der vollelektrischen Variante, dadurch, dass der Antrieb unter der Motorhaube nicht mehr vorhanden ist, hat man bei Volvo mitgedacht und einen Frunk draus gezaubert und der bietet dann nochmal 31 Liter Stauraumvolumen. Da könnt ihr dann eben so eine Tasche wie meine hier wunderbar reinstellen oder aber das ganze Ladekabel sicher und vor Witterung geschützt hineinschmeißen oder eben, wenn es dreckig ist, da einfach auch mal die schmutzigen Gummistiefel reinstellen. Jetzt, bevor ich das aber mache, setze ich mich mal hinten rein und dann schauen wir uns die Platzverhältnisse im Innenraum an. Der Einstieg in den Fond erfolgt sehr leicht, also etwas erhöht. Das ist schon mal gut. Und wir haben einen sehr großen Türausschnitt hier. Das gefällt mir richtig gut, weil da kriegt man auch die Kindersitze wunderbar hinein. Ich sitze hier mit meinen 1,78 und etwas mehr Körperfülle durchaus sehr angenehm. Vor allem auch hinter mir, der Sitz ist auf meine Größe eingestellt. Und da habe ich richtig viel Platz nach vorne, auch Platz nach oben, trotz Glasdaches, was hier verbaut ist. Wir haben eine große Fensterfläche, da kann ein Kind wunderbar schön rausschauen, wenn der Kindersitz integriert ist. Aber hier so ein kleiner Steg, der so ein bisschen natürlich das Ganze einschränkt. Und dann haben wir auch noch diese kleine Linie, die Fensterfläche hinten ja, reduziert. Aber gut, das ist in Ordnung. Das passt soweit gut. Was mir fehlt, sind hier Haltegriffe. Witzigerweise gibt es die vorne, hier aber nicht. Dafür gibt es hier eine Leseleuchte, eine LED-Lampe. Dann auch die Haltebuchsen für das Trennnetz. Das ist schon mal sehr gut. Die Sitzfläche hier ist wunderschön ausgeformt mit so Alcantara-Leder und das schaut schön aus, fühlt sich wertig an auch. Genauso wertig sind dann auch diese Luftausströmer hier in der Mitte, finde ich auch angenehm gemacht, haben eine schöne Haptik und es gibt hier hinter einer Klappe 2 USB-C-Anschlüsse, Stromversorgung für die Kids auch sichergestellt. Dann haben wir hier noch eine Mittelarmlehne mit 2 Cupholdern und dann noch die dritte Kopfstütze, wenn denn noch jemand Drittes mitfährt. Und ich finde, hier könnte sogar noch jemand sitzen, wenn jetzt nicht gerade jemand Breites wie meine Wenigkeit hier sitzt. Das ist gar nicht mal so schlecht. Für unsere kleinsten Mitfahrer ist natürlich auch an Sicherheit höchster Stelle gedacht. Das heißt, Isofix haben wir hier. Die sind hinter einer Klappe versteckt und auch leicht zugänglich. Weiterhin haben wir auch für den Beifahrersitz nochmal Isofix-Haken und einen Top-Täter für die Sicherung eines Reboarder-Kindersitz unter anderem. Jetzt würde ich aber sagen, genug der Worte von der Rückbank. Lasst uns nach vorne gehen und schauen, wie es für den Papa vorne links ausschaut. Ja, Fahrer und Beifahrer freuen sich hier im XC40 auch über unheimlich bequeme Sitze. Das muss ich wirklich sagen, die sind toll ausgeformt, bieten auch einen guten Seitenhalt. Auch hier wieder eine Textur aus Alcantara, gelochtem Leder und feinem Nappa-Leder ist es, soweit ich das weiß. Und das Lenkrad hier ist beheizbar, ist auch natürlich ausreichend weit hier in Höhe und Tiefe verstellbar. Also da findet man schnell eine sehr gute Sitzposition. Die Sitze sind jetzt hier elektrisch verstellbar. In der einfachen Variante sind sie manuell verstellbar. Es gibt eine Lordosenstütze und eine ausziehbare Schenkelauflage. Also auch alles, was den Komfort steigert und die Sicherheit. Zudem gibt es witzigerweise hier oben eben die Haltegriffe. Warum die im Fond nicht vorhanden sind, weiß ich leider nicht. Wir haben einen sehr großen Innenspiegel, wie mir auffällt, der auch abblendend ist automatisch. Ich habe genügend Platz hier vorne auf alle Fälle, vor allem nach oben zum Glasdach und auch hier ist es so von der Breite her angenehm luftig. Ja, die Mittelkonsole ist ein bisschen breiter, aber da liegt das Knie angenehm auf, da gibt es keine scharfkantigen Stellen, so dass man auch längere Strecken hier wunderbar übersteht. Aber jetzt schauen wir uns doch erst einmal hier den Innenraum genauer an.
Hier gibt es nämlich nichts, was den Fahrer jetzt wirklich von seinem Fahrgeschehen ablenken soll und wird. Alles ist solide hier verarbeitet, wirklich hochwertige Kunststoffe, schöne Zierleisten, die wir hier haben, mit ein bisschen Struktur. Und natürlich so ein bisschen diese Mittelkonsole leicht zum Fahrer hin orientiert. Wir haben immer noch ein klassisches Dreispeichen-Lederlenkrad. Die Bedienung, ja, da muss man sich vielleicht erst einmal ein bisschen mit reinfuchsen. Aber dann hat man das einmal gemacht, dann ist das sehr gut und verständlich. Hier schön in der Mittelkonsole ist ein hochstehender oder horizontal ausgerichteter Bildschirm, der offiziell nur 9 Zoll Größe bietet, hat aber eine 14% größere Anzeigefläche als das auf dem Papier neue, komplett digitale Kombi-Instrument mit 12,3 Zoll. Und genau da sind wir jetzt auch schon bei den zwei wesentlichen Neuerungen angekommen. Zum einen eben dieses voll digitale Kombi-Instrument, was wir haben, was es in 3 Anzeigemöglichkeiten gibt, die wir hier über das Multifunktionslenkrad durchschalten können. Wir haben einen beruhigten Modus, wir haben einen Fahrassistenzmodus und wir haben einen Navigationsmodus. Alles ist sehr übersichtlich gestaltet, wirklich nur die notwendigsten Infos sind immer vorhanden. Sehr schön aufgelöst, reagiert auch sehr schnell. Also das auf alle Fälle eine sehr, sehr gute Verbesserung gegenüber den Vorgängermodellen oder respektive den aktuell noch vorhandenen Modellen, die jetzt aber nach und nach auch auf dieses neue System hier umgestellt werden. Denn hier drinnen steckt Google Automotive. Das kennen wir schon aus dem Polestar. Damit hat man das eingeführt. Und das Fahrzeug basiert also jetzt hier wirklich auf dem Google Fahrzeugbetriebssystem und ist auch komplett damit vernetzt. Das heißt, wir haben auch hier die Möglichkeit, natürlich Google Maps direkt als Navigation zu nutzen oder aber den Google Assistant für verschiedene Anfragen, Spracheingaben, die wirklich besser funktionieren hier als bei manch anderem Hersteller mit seinem eigenen System. Sehr schön auch die Auflösung des Displays, ist wirklich hochwertig. Die Bedienung ist reduziert, wir haben so eine Art Tablet, das bleibt weiterhin bestehen, genauso wie diese Kachelansicht. Wenn wir hier in die Mitte gehen, sehen wir hier immer noch die klassische Ansicht, die man eben von Volvo kennt. Es wurde aber wesentlich entschlackt, es gibt weniger Anzeigemöglichkeiten und hier ist es natürlich sehr offensichtlich, wo es hingeht. Fahrzeug, Status, Telefon, Entertainment und Maps. Wir haben auch hier die Möglichkeit, unten links ist noch die kleine Kachelanzeige, da können wir die ganzen einzelnen Apps durchgehen und wir können natürlich jetzt auch dadurch, dass wir eben das Google-Betriebssystem haben, wie beim Smartphone hier und über den Google Play Store auch einzelne Applikationen hier ins Fahrzeug zusätzlich hineinholen. Was aber Volvo gesagt hat, was sie nicht machen wollen und werden, bestimmte fahrzeugspezifische Eingaben, die wir über den Sprachassistenten eingeben könnten, wie etwa Öffnen von Fensterscheiben oder ähnlichem oder Verstellung von Sitz, hat man aus Sicherheitsgründen schlicht und ergreifend rausgenommen, damit hier nicht eventuell irgendwo der Beifahrer oder die Kinder damit spielen und hier ein Sicherheitsrisiko eventuell entstehen könnte, denn Sicherheit ist ja oberste Priorität bei Volvo. Das Klimabedienteil, das können wir uns hier aufrufen. Die Bedienung reagiert sehr schnell und auch wirklich gut. Die Auflösung ist, wie gesagt, schon sehr toll und hier können wir das Ganze auch wunderbar durchschalten. Mir gefällt es sehr gut, auch dass die Tasten sind zwar relativ klein oder die Bedienflächen hier sind zwar etwas kleiner, aber selbst ich mit meinen etwas breiteren Fingern kann hier ohne Probleme auf die jeweiligen Ansichten oder Applikationen zugreifen. Darunter haben wir dann immer noch hier einen schönen festen physischen Drehregler für die Lautstärkenregulierung und auch die Direktwahltasten für entfrostende Heckscheibe oder Frontscheibe sowie hier die Warnblinkanlage oder eben das Skippen von Tracks. Darunter haben wir dann in dem breiten Tunnel eine Möglichkeit, das Smartphone induktiv zu laden. Wir haben einen 12-Volt-Anschluss und 2 USB-C-Anschlüsse, 2 Cupholder und eine weitere Besonderheit, es gibt hier kein Fahrzeugschloss mehr, sondern der Schlüssel muss einfach nur noch hier in der Hosentasche drinnen sein und dann brauchen wir einfach nur den Stick hier auf D ziehen und aufs Gas gehen und schon kann es losgehen. Das ist sehr einfach gehalten und auch dadurch gar nicht mal so übel. Muss man sich aber auch erst einmal dran gewöhnen. Wir haben dann noch eine Mittelarmlehne, die nicht verstellbar ist in der Länge, dafür aber ein großes Ablagefach bietet und eine sehr, sehr clevere Lösung hat. So eine kleine Klappe wie so ein Mülleimer, dass man dann irgendwelche Sachen relativ leicht hier hineinlegen kann.
Die Verarbeitung, wie schon erwähnt, gefällt mir sehr gut und man fühlt sich hier wirklich zu Hause und so ein bisschen wohl. Und so soll es ja auch sein. Eine Harman Kardon Soundanlage gibt es auch hier noch gegen Option und die kann ich euch auch empfehlen. Die hat wirklich ein sehr schönes Klangbild. Und jetzt wollen wir doch einfach mal hören, ob wir denn überhaupt irgendwas hören, wenn wir auf die Straße gehen. Und jetzt fahren wir unseren Volvo XC40 Recharge. Ja, bereits hier so im ersten städtischen Umfeld fühlt sich der XC40 durchaus recht wohl, mit einer einzigen Einschränkung, und die fällt recht früh auf, das ist die Federung. Der Wagen ist sehr straff abgestimmt und so kurze Stöße wie Kanaldeckel oder Querfugen, ja, die werden dann doch etwas direkter in den Innenraum weitergereicht und dann kommt das vielleicht so ein bisschen zum Hoppeln, wenn das dann aufeinander folgende Fugen sind. Das ist ein bisschen unschön, aber dafür ist die Geräuschdämmung hier auch sehr gut gelungen, denn von draußen kriegt man echt kaum was mit. Selbst die Wind- und Abrollgeräusche sind hier deutlich minimiert. Also da hat man eine gute Abstimmungsarbeit oder eine gute Akustikarbeit geleistet. Bei dem Antrieb ist es so, wir haben hier zwei Elektromotoren, einen an der Vorderachse, einen an der Hinterachse. Die arbeiten komplett zusammen, jeweils mit 150 kW Leistung und 330 Newtonmeter. Die werden dann auch tatsächlich addiert, weil jeder E-Motor selbstständig seine Achse antreibt. Und so ergibt sich dann eine Systemleistung von 300 kW bzw. 408 PS laut alter Währung und 660 Newtonmeter Drehmoment. 4,9 Sekunden braucht der XC40 P8 AWD auf 100 aus dem Stand. Und das zeigt schon die enorme Schubkraft, die hier drin steckt, denn der Wagen wiegt 2188 Kilo leer. Und das ist schon mal ein richtiger Brocken, wenn man ehrlich ist. Den Antrieb kennt man so bereits vom Polestar 2, da ist er auch identisch verbaut, und wie auch der Polestar bereits angekündigt wurde, wird man wahrscheinlich einen Elektromotor mal weglassen, die Leistung also halbieren, und das wird vermutlich auch beim XC40 zu einem späteren Zeitpunkt kommen. Damit wird dann die Performance zwar etwas langsamer, aber sicherlich immer noch als ausreichend deklariert werden können. Besonders cool finde ich, dass Volvo es so gelöst hat, dass wir hier dieses One-Pedal-Drive haben. Das können wir aktivieren. Und beim One-Pedal-Drive hat man sich gedacht, hey, pass mal auf, wenn du den Akku bereits voll hast, dann tust du ja nicht so stark rekuperieren in die Antriebsbatterie. Was machst du dann? Also wird uns so ein bisschen, werden wir geblendet, und man macht es so, der Volvo bremst dann nämlich tatsächlich mit selber Kraft, wie man beim One-Pedal-Drive rekuperiert und verzögert, mit den Scheibenbremsen. Ganz clever gelöst. Im Kombi-Instrument ist das dann lediglich ersichtlich, wenn auf einmal rot die Rekuperationslinie ist, denn dann wird mit den Bremsscheiben verzögert. Finde ich cool gemacht, ist auch sehr gut gelöst und lässt sich halt auch echt easy bedienen. Und natürlich besonders cool ist der Punch, den man halt dann hat, immer so von 60 bis ungefähr 100. So die typischen Überholsprints sind hier eine Leichtigkeit und es macht halt auch echt Spaß, weil der Wagen einfach so perfekt am Fahrpedal hängt, die Kraft. Also Fahrspaß ist hier im Volvo XC40 Recharge P8 AWD auf alle Fälle gesichert. Ja, die erste Ausfahrt mit dem Volvo XC40 Recharge P8 AWD ist absolviert und ich muss sagen, er könnte bei uns in der Familie auf alle Fälle einziehen und meine Familie würde ihn sehr herzlich in Empfang nehmen, denn es ist schon ein echt tolles Elektroauto geworden, das muss man sagen, und das auf einer so modularen Plattform, die nicht nur explizit für
Elektroautos ausgelegt ist, alle Achtung Volvo. Einzig die etwas zu straffe Federung stört mich persönlich. Da würde ich mir vielleicht mehr Komfort wünschen, liegt natürlich auch am hohen Gewicht, ist ganz klar. Ein weiterer kleiner Kritikpunkt, aber der geht an alle Volvos raus, ist das Thema Preis. Es ist ein Premium-Fahrzeug, das entspricht da auch von der Qualität auf alle Fälle, aber sagen wir es mal so, der Testwagen mit 71.000 Euro, da muss man dann doch erst einmal einen kleinen Schluck trinken, bevor man das verdaut hat. Aber es gibt zumindest eine gute Nachricht, denn das ist Modelljahr 21. Modelljahr 21 ist bereits ausverkauft und Modelljahr 22 wird ab Mai produziert und dann wird er ein bisschen billiger. Er startet dann bei 60.900 Euro vor Abzug der Umweltprämie. Als Pro-Variante mit ein bisschen mehr Ausstattung liegt er dann bei 64.900 Euro. Wenn man dann noch ein bisschen Ausstattung reinkonfiguriert, dann liegen wir trotzdem noch bei rund 68.000. Und abzüglich Förderung liegen wir dann bei etwa, na, sagen wir mal so 59.000 Euro. Das ist schon relativ viel Geld für ein eher kompaktes Fahrzeug, denn da draußen tummeln sich schließlich noch Fahrzeuge wie unter anderem den Ford Mustang Mach-E, den ich euch erst vorgestellt habe. Der hat zwar nicht so viel Leistung, hat aber mehr Platz, ist aber vielleicht auch nicht so hochwertig gemacht wie der Volvo. Jetzt dürft ihr mir aber unten in die Kommentare schreiben, was eure Meinung zum ersten vollelektrischen Volvo ist. Ich freue mich darauf, wenn wir jetzt ein wenig diskutieren darüber und vor allem vergesst den Kanal hier nicht zu abonnieren, falls ihr es nicht schon getan habt. Und das Video zu liken, denn dann wird das Ganze ein bisschen hochgespült im Ranking. Und wir können euch demnächst vielleicht noch mehr Autos vorstellen. Und wir machen die 10.000 Abonnenten-Marke doch auch endlich mal klar. Also vielen Dank fürs Reinschauen. Euer Ubi sagt Tschüss und Servus. Bye, bye.